Heute mit Inka Schneider. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Lange mussten Ihre Fans warten und viele dachten, es sei Ausschluss vorbei. Aber sie ist wieder da und mit ihr das ganze Team rund um den Leipziger Zoo. Die beliebte Serie Tierärztin Dr. Mertens mit Elisabeth Lanz in der Titelrolle geht in eine neue Runde. Gestern war Staffelstart und fast 5 Millionen haben geschaut. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg, liebe Elisabeth. Ja, schöner kann Comeback eigentlich nicht sein, oder? Ist wirklich wunderbar, ja. Großartig. Du bist bestimmt stolz, glücklich, das ganze Team alle, aus dem Häuschen. Alle haben Juhu gerufen und das ist auch, wir haben auch wirklich allen Grund dazu. Wirklich sehr, sehr schön. Es ist aber vielen Dank all unseren Fans, die dazu ja, geschaut haben. Die haben darauf gewartet und ja auch protestiert. Ist es vielleicht ein Grund, warum auch die Serie jetzt wieder aufgenommen wurde? Denn eigentlich sollte sie ja wirklich vorbei sein, 21. Es war ganz offensichtlich ein expliziter Wunsch der Zuschauer. Ja, die wollten uns wieder zurückhaben und der Sender auch. Ja. Und ja, wir haben dann alle zusammenbekommen, das ganze Ensemble wieder. Und was ja auch großartig ist, seit 18 Jahren eigentlich das gleiche Ensemble. Meine Eltern, gut, die Kinder sind auch getauscht worden, aber Thorsten Wolf auch. Ich finde, eine ganz tolle Sache. Ja, ein großes Kompliment. Und es ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass auch alle wieder Zeit hatten. Also auch du, es hätte ja sein können, dass du jetzt dich schon anderweitig verpflichtest. War das ein bisschen so, dass du auch gedacht hast, oh Mensch, hätten sie auch mal früher sagen können, jetzt habe ich gerade was Neues in Aussicht? Ja, ich habe schon so meine Fühler mehr Richtung Österreich ausgestreckt gehabt und hatte da auch schon eine Wohnung bezogen, also eine Zweitwohnung. Wir sind nach wie vor in Bayern zu Hause. Aber ich wollte einfach auch wieder mehr in Österreich drehen. Das stand auch an. Kleinere Projekte, die es auch einfacher machen, mit der Familie das alles zu vereinen. Also ich war eigentlich auch guter Dinge, mal nicht das ganze Jahr so ausgebucht zu haben. Und letztendlich war es aber dann doch schön, ne? Sehr schön. Vor allem, wenn der Erfolg euch so recht gibt. Ihr dreht in Leipzig, deshalb mit Bayern musst du ja immer pendeln. Österreich, deine Heimat. Aber ich verspreche dir in dieser Sendung, wir beide werden nach Österreich gehen. Ja, da freue ich mich. Nach Wien. Schön, dass du wieder zurück bist als Tierärztin, wir haben schon gesagt, aber gerade hieß es alles wie eh und je. Ist es das wirklich? Ich meine, 2 Jahre Pause und dann, als wenn nichts gewesen wäre? Ach, wir hatten in den letzten Jahren auch manchmal 3 Jahre Pause, weil es wirklich oft lang gedauert hat, bis die Ausstrahlung kam. Im Grunde sind wir sogar relativ schnell dran jetzt mit der Ausstrahlung. Wir haben letztes Jahr fertig gedreht im November und sind jetzt schon auf Sendung. Das ist eigentlich ziemlich schnell. Aber es kam eben doch überraschend. Wie schnell hast du erfahren, dass es weitergeht? Ja, das war, wir hatten in der letzten Staffel nur 6 Folgen gedreht und relativ schnell war klar, dass die Quote sehr überzeugend ist. Und dann bekam ich den Anruf von meinem lieben Chef Sven Sund und der hat gesagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Es sind 13 Folgen am Stück bestellt worden. Bist du denn mit dabei? Und ich habe gesagt, ich freue mich wahnsinnig, aber ich muss trotzdem ein bisschen drüber nachdenken, weil im Grunde ist alles auf einem anderen Weg. Ja. Wohnung schon aufgegeben in Leipzig und so, also dein Zweitwohnsitz schon so ein bisschen verändert. Ja, Leipzig habe ich sowieso immer nur während der Produktion gehabt, die Wohnung. Ja, Also ich habe gestern auch geschaut, ich gehöre zu den fast 5 Millionen und mir fehlt ein bisschen was im Mittelteil, weil auf einmal, es beginnt hier mit einer Szene, du liegst auf einem Grab in einem Friedwald und dein Mann und dein Sohn, von dem ich gar nicht wusste, dass es ihn gibt, sind offensichtlich gestorben am selben Tag. Und dann bist du auf einmal freiberufliche Tierärztin und gar nicht im Zoo. Was genau ist passiert? Ja, das erzählt sich ja in den nächsten Folgen so ein Stück für Stück rückwirkend. Das ist ja auch ein Stück weit der Erzählstrang, dass wir das rückwirkend erzählen. Aber es ist, ich habe halt meinen Mann verloren und ein Kind verloren, eine Frühgeburt. Und man sieht, wie sie jetzt mit ihrer Situation umgeht und es erzählt sich langsam, was eigentlich passiert ist. Mehr darf ich noch nicht sagen. Mehr darfst du nicht sagen, dann schauen wir einfach rein. Ja, bitte unbedingt. Wir schauen rein. Ja. Für die, die es nicht gesehen haben, jetzt sehen Sie es. Schauen Sie mal, Conny. Die Krallen sind ganz schön lang. Der Ansatz ist gerötet. Das könnte eine Krallenbettentzündung sein. Das wäre wiederum ein Hinweis auf Leishmaniose. Also doch keine Malaria. Wir müssen auf Nummer sicher gehen. Kommen Sie.
Also die gute Nachricht, du bist auch offensichtlich wieder im Zoo. Ja, aber nur so phasenweise. Ich bin noch nicht ganz im Zoo angekommen. Also ich habe dort eine Chefin, eine Cheftierärztin, die über mir steht. Oh, ist das was, was du verknusen kannst? Vorher hattest du es ja nicht. Vorher war ich die Cheftierärztin. Ja. Also damit muss ich einen Umgang finden. Okay, also schon ein Konflikt, der sich dann über die nächsten Folgen wahrscheinlich... Im ersten Moment hat sie noch andere inneren Themen zu bearbeiten. Das ist so nicht so der vorrangige Punkt. Das kommt schön langsam. Also es ist auf jeden Fall wieder viel kleines Drama. Das ist ja das Schöne bei euch, es ist ja nie das ganz große Drama. Es sind eben diese kleinen, schönen Szenen. Meinst du, das ist auch einer der Erfolge dieser Serie? Das ist halt so eine Serie, die eigentlich ja, so ein familiengerecht fast ist. Absolut. Also, so viele Familienserien haben wir ja nicht mehr. Ne? Und wir sind auch als Ensemble so lange erhalten geblieben. Ich habe meine Eltern noch und ich finde das eine ganz grandiose Sache, dass wir als Ensemble seit 18 Jahren einfach in der Form bestehen. Das ist einfach ein Wert, finde ich, der, wodurch wir aus einer Substanz schöpfen können, auch von den ganzen Geschichten. Ich glaube, also natürlich die Einbettung in den Zoo, die Tiere und so weiter, das ist natürlich ein schönes Bild, also volles Pfund, das wir da haben. Die Tierszenen mag ich ja auch besonders gern. Gestern waren auch wieder so herrliche Tierszenen. Du wirkst ja immer so völlig selbstverständlich mit den Tieren. Bist du eigentlich auch so eine Tiernärrin oder so tieraffin im echten Leben? Ich habe immer gesagt, ich liebe Menschen. Tiere mag ich, aber ich liebe Menschen. Aber im Laufe der Zeit sind die Tiere noch mal deutlicher auch als Liebe sozusagen in mein Leben dazugekommen, ja. Und du scheinst da auch gar keine Scheu zu haben oder auch Angst. Gab es da trotzdem mal eine komische, blöde Situation oder bist du auch mal gebissen worden? Gezwickt von einem Affen, der auf meinem Kopf saß und meine Haare durcheinander gewühlt hat und dann so ein bisschen reingebissen oder so ein kleiner Kratzer. Also nichts Schlimmes. Meistens wird ganz gut auf mich aufgepasst. Und da spielt man dann auch tapfer weiter, wenn die mal so ein bisschen zwicken oder beißen während einer Szene. Ich liebe das, wenn die Tiere wirklich aktiv sind und wenn ich dann mit improvisieren kann und nehme alles mit, was geht und baue das mit ein und versuche, ich weiß, was wir für die Szene brauchen und versuche einfach rund um die Situation das so zu spielen, dass ich an einer bestimmten Stelle dann das unterbringe, was wir für die Szene brauchen. Und das macht auch Spaß. Ganz zu Beginn, ich weiß, wir haben ja auch schon 2006 hier zusammengesessen. Ja, Wahnsinn. Da hast du gerade angefangen, das war damals der Anlass. Und damals war echt der Bär los. Also da war so ein Riesenbär irgendwie in der ersten Folge. Also wir schauen noch mal rein, wenn man das heute so sieht, muss gleich mal sagen, ob das heute auch noch möglich wäre. Da ist ein Bär. Ja, auf die Straße. Wir müssen weg. Lauf zurück in die Schule und mach die Tür zu. Entschuldigung, ich hab's sehr eilig. Ich brauche dringend Kuchen. Ja, Sie sehen auch schon sehr unterzuckert aus. Ein ganzes Blech. Rambo! Rambo, komm her! Rambo! Na, friss! Was magst du, darfst du gerne? 2006, mit Kuchen den Bär gebändigt. Da sagt noch einer was gegen die Waffen einer Frau. Aber du hast dich nicht doll verändert. Das ist schon ein Babygesicht. Ja, also ich jünger, bin stolz aber auf meine Falten. Du hast ja keine Falten, aber so vom Typ her, dieses Frische, so wie du spielst, also finde ich super, wenn man das heute auch noch mal sieht. Ne? Ich meine, das mal 16, 17 Jahre jetzt, 2006, ja, Wahnsinn. Ja. Und der Sven Martinek, den wir gerade gesehen haben, der ja dann dein Lebensmann, ja, total. Total lustig. Der spielt aber jetzt in der neuen Staffel nicht mehr mit. Ja, der ist ja tot, wie wir erfahren haben am mehr Anfang. Mehr sag ich nicht. Mehr sagst du nicht. Nein. Kommt wieder. Ja, okay, also er ist ja auch quasi noch da. Er möchte dir auf jeden Fall gerne mal was sagen. Liebe Elisabeth, erstmal ganz, ganz liebe Grüße aus Mallorca. 2005, da wo alles begann bei uns. Im Jahr 2005, da wurden unsere Kinder geboren. Marie Chayal wird jetzt 18, Filias wird 18. Am liebsten erinnere ich mich an diese tollen Gespräche, die wir mal hatten. Was haben wir philosophiert? Und du hattest immer ein offenes Ohr für jedes Thema, egal was. Und diese wunderbare kollegiale Arbeit mit dir. Wir haben immer sehr bodenständig miteinander gearbeitet, ohne diese ganzen Eitelkeiten. Wir sind aber tief in unsere Geschichten eingedrungen.
Mit all unseren Erfahrungen, wir haben alles mit reingebracht, was nur ging. Und wir haben uns da wunderbar ergänzt. Das werde ich sehr vermissen. Oh. Fühle ich ganz, ganz lieb umarmt von mir. Von Christoph, von deinem Kollegen und von Sven. Oh meine Güte, wie schön. Oder? Danke, was für eine schöne Überraschung. Und vor allem, das hat er wirklich ganz spontan gemacht. Wir haben ihn heute angerufen und da hat er das von Mallorca ausgemacht. Er hat gesagt, sofort für die Elisabeth immer. Nein, total nett. Also wie schön, was für eine schöne Erinnerung jetzt. Danke, danke, danke Sven. Danke. Also ich Sven Martin. Auch. Wir vermissen ihn auch, aber du hast ja gesagt, er kommt irgendwie doch wieder. Also die Fans, okay, wir verraten noch nicht mehr. Hast du eigentlich, weil du so viel mit Tieren arbeitest, auch selbst Tiere privat? Zwei Katzen. Katze und Hund auch? Ich weiß, du hast mir erzählt, der Geist dazu ja, eben. Und könnte sich langsam materialisieren. Okay, aber es gibt noch keinen. Noch nicht. Wir haben die Zeit genutzt und sind nach Wien gereist. Jetzt müsste dir das Herz aufgehen. Naja, ich sitze vor dem Burgtheater oder eigentlich, wie soll ich sagen, ich sitze jetzt auf einer Terrasse, offensichtlich im Rathaus und das Burgtheater ist hier vor mir. Also schöner geht's fast nicht für mich, muss ich gestehen. Du hast ja auch in Wien gelebt. In welcher Zeit war das? Anfang der 90er Jahre. Bist aber in Graz geboren. Also Wien war Studentenzeit, Studentenstadt. Ja, Ausbildungszeit, Schauspielschulzeit. Und da hast du die ersten ja. Schritte in dieser, auf diesen edlen Brettern durfte ich gehen. Da warst du erst Komparsin, ne? Bevor du dann Schauspielerin wurdest. Genau. Das finde ich sowieso ganz spannend vom Lebenslauf, dass du ja erst ganz viel unterschiedliche Sachen studiert hast. Und zwar so eine wilde Mischung aus Kommunikationswissenschaften, Linguistik, Theaterwissenschaften, Rechtswissenschaften. Wusstest du nicht richtig, was du werden willst? Oder? Ich habe mich einfach für alles, wo ich mein Interesse eine gewisse Zeit draufgelenkt habe ich mich interessiert. Ja. Das war für mich, es gab zu viel, ich konnte mich nicht entscheiden. Und über den Weg der Schauspielerei habe ich mir gedacht, das ist praktisch. Mit der Schauspielerei, ich war so wissbegierig, wollte immer was lernen und habe mir gedacht, mit der Schauspielerei lerne ich immer. Wenn ich im Kaffeehaus sitze und mit jemandem spreche, Menschen studieren kann, lerne ich. Wenn ich im Kino bin, lerne ich. Wenn ich lese, lerne ich. Ich lerne immer, im Kino lerne ich, lerne immer. Das ist so praktisch. Also es war nicht so ein Kindheits- oder Jugendtraum, sondern es ist wirklich, hat sich entwickelt, das Schauspieler. Ich wollte Tänzerin werden. Mhm. Als Zehnjährige war ich schon so, also tänzerisch unterwegs. Ich wollte eigentlich viel mehr mit dem Körper sprechen. Das Wort war mir nicht so nahe. Ich habe mir gedacht, das Wort ist so ein kleines Nadelöhr. Yeah. Da muss ich solche Riesenemotionen und Gedanken reinpressen. Wie soll das in dieses kleine Nadelöhr reingehen? Ich war immer überfordert vom Wort. Ja, ich meine, du warst ja auch eine sehr gute Sportlerin, erinnere ich. Jugendmeisterin in der Leichtathletik, also schon tänzerisch, körperbewusst, wie du sagst, und dann Schauspiel. Gab es denn so eine richtige Initialzündung nochmal dann fürs Schauspiel? Also außer, dass du mit dem Kopf gedacht hast, da würde alles zusammenkommen, was du sowieso interessant findest. Ich war am Burgtheater, ja. Die Rollen sind Rollen. Damals sozusagen, es war Komparsen, dann Sprechrollen dazu. Dann hatte ich einen Schauspielervertrag, da war ich aber schon an der Schauspielschule erstes Jahr. Ich hatte dort einen Lehrer, meinen ersten Schauspiellehrer vom Burgtheater und ich bin irgendwie reingewachsen. Ich durfte bei den Proben zuschauen, bei den großartigsten, tollsten Schauspielen überhaupt von Anfang an. Ich bin ja die ganze Zeit nur mit offenem Mund da gesessen und habe geschaut, was machen die da? Das ist Magie. Also ich war einfach elektrisiert, aber ich war viel zu scheu eigentlich mindestens 2 Jahre noch, obwohl ich da schon reingewachsen war. Aber ich habe gesagt, nein, ich kann das nicht. Ich habe so viel Ehrfurcht gehabt vor dem, was da geleistet wurde. Habe ich nach wie vor. Also ich war erst vor 2-3 Wochen jetzt am Burgtheater, habe Birgit Minichmayr und die Bibiane Begler in Maria Stuart gesehen. Also das ist einfach großartig. Ja, aber du hast dich auch getraut. Du hast dich ja dann getraut und hast dich beworben bei der Schauspielschule. Und spannenderweise hast du da eine große Brille aufgesetzt und auch die Haare nicht gewaschen und bist so ein bisschen runtergeranzt dahin. Habe ich gehört. Warum? Wie soll ich sagen, mit meiner Vorgeschichte sozusagen, da ich sehr oft auch gemobbt wurde, so als Hübschling. Ich nenne mich so mal jetzt ein bisschen Hübschling. Da habe ich gedacht, ja, wenn ich jetzt eine Aufnahmeprüfung mache und
da, wenn man mir unterstellt, ah, die meint halt, sie ist irgendwie sehr hübsch oder so irgendwas und dann glaubt sie, jetzt kann sie Schauspielerin werden. Ich wollte mir das alles sozusagen an Fassade so viel wie möglich wegnehmen, um was anderes sichtbar zu machen. Das war eigentlich meine Absicht darin. Und es hat funktioniert. Du hast die Ausbildung bekommen und danach eben auch an der Burg gespielt, auf allen großen Bühnen eigentlich, hast du eine Chance bekommen in Wien, bist aber dann auch vom Fernsehen entdeckt worden und damit ist Theater dann wahrscheinlich weniger geworden und mehr ich Fernsehen manche, in den Vordergrund getragen. Ich hatte manche Pausen, die wir hatten. Wir hatten ja manchmal 3 Jahre Pause bei der Tierärztin. Mhm. Also ich hatte ja das Glück eigentlich, nicht von Anfang an zu wissen, dass wir jedes Jahr Folgen drehen. Mhm. Ich war nie in so einem Rad drinnen. Dadurch habe ich mich jedes Jahr auch neu orientiert, habe eben Sommertheater gespielt, andere Filme gedreht, war immer einfach so überall noch unterwegs und ich glaube, das war ein großes Glück für mich. Und dann hast du, wie wir jetzt, in Kaffeehäusern gesessen in Wien und hast deine Rollen gelernt. Ja, Philosophie. Und hast dabei Semmeln gegessen mit Dickbutter und Schnittlauch. Ist das typisch wienerisch? Nein, aber das esse ich ganz gerne. Ah. In meinem geliebten Café Ritter. Eine Melange und eine Buttersemmel mit Schnittlauch und am besten noch ein bisschen Ham and Eggs vielleicht auch noch dazu. Das Die Hemmex haben wir jetzt nicht, aber wie gesagt, die Melange. Also die von daher sehr gerne. Dann sage ich was zwischendurch. Dein Vater war Priester. Und das erzähle ich deshalb, weil es jetzt der nächste Film damit zu tun hat. Er hatte dann aus Liebe zu deiner Mutter die Stelle als Leiter eines SOS-Kinderdorfes angenommen. Und deshalb vielleicht interessiert dich das, worum es jetzt geht. Es geht nämlich um die Kirche, die heutzutage sich ja ganz viel einfallen lassen muss, um die Menschen zu erreichen. Und unsere Reporter Christian Papisch und Philipp Kaufsack sind in Hamburg fündig geworden. Welche andere Gottesdienste, Elisabeth, für dich wichtig? Oder wäre das was, du bist ja aus der Kirche ausgetreten, vielleicht um wieder öfter in die Kirche zu gehen? Nein. Kirche ist, also ich sage ja, ich glaube an Gott, für mich gibt es einen Gott. Aber Kirche ist für mich mit viel zu vielen Dogmen belegt gewesen aus meiner Historie heraus. Ja. Also ich will das jetzt nicht generell so sagen, dass es so wäre, aber das ist für mich in der Zwischenzeit ein sehr individueller, eigener Weg gewesen oder geworden, in dem ich mit mir selber sozusagen in der Stille oder im Gebet bin. Da gehe ich meinen Weg und den gehe ich sehr, sehr gerne. Ich bin da außerhalb von irgendwelchen Institutionen. Obwohl du ja auch Ministrantin warst und der Vater, wie gesagt, Priester, also von daher Kirche oder Religion ja auch immer wahrscheinlich Thema war bei euch, ne? Ja, also ich bin damit aufgewachsen. Ich bin mit all den Ritualen aufgewachsen. Das ist auch extrem wichtig. Das ist für mich so ein Wert, aus dem ich schöpfen konnte, auch in der Reibung, also auch in der Abgrenzung dazu. Aber ich bin einen anderen Weg für mich gegangen. Ich habe es vorhin schon gesagt, dein Vater, wie gesagt, Priester, hat dann deine Mutter kennengelernt und aus Liebe dann das Priesteramt niedergelegt und ist stattdessen Leiter eines Kinderheims, eines SOS-Kinderdorfes geworden. Was genau heißt das? Wart ihr Teil als Familie dieses Dorfes? Also habt ihr mit anderen Pflegekindern zusammen gewohnt in einem Haus? Oder? Nein, ein Kinderdorf ist aufgebaut. Also bei uns waren das ungefähr, es waren an die 15 Häuser. Mhm. Und in einem dieser Häuser haben wir als Familie sogar mittendrin in diesem Dorf gewohnt. Mhm. Aber ihr als Familie hattet ein eigenes Haus. Also genau. Wie war das? Das ist ja schon trotzdem besonders, ne? So Teil eines Dorfes zu sein. Und vor allem, wenn der Papa der Leiter ist, wie eng, nah wart ihr dann mit allen? Sehr, sehr nah. Also ich habe halt, ich sage immer, ich habe 100 Geschwister gehabt. Kaum habe ich einen Schritt vor die Tür gemacht, hatte ich 100 Spielgefährten so ungefähr. Ja. Und für mich war es wahrscheinlich die beste Empathieschule, die man sich auch überhaupt vorstellen kann. Oder Schauspielschule letztlich auch. Ne? Weil ich habe in so viele Biografien und Schicksale so tief reinblicken dürfen und die Menschen auch erleben dürfen als Kindheit oder einfach, weiß ich nicht, Charaktere auch ein Stück weit sogar fast mitanalysieren können, warum wer sich wann, wo, wie verhält, aufgrund von einer gewissen schwierigen Situation, aus der jemand gekommen ist, so von den Kindern. Und ich glaube, ich konnte da unheimlich viel mitnehmen.
War das manchmal auch schwer, dass man den Papa, die Mama auch teilen musste mit so vielen Geschwistern? Wenn ich meinen Vater sehen wollte, musste ich ihn im Büro besuchen gehen. Ah, okay. Ist ja nicht immer ganz einfach, ne? Wahrscheinlich. Ja, also sagen wir mal so, da mein Vater ein sehr, sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden hatte und auf gar keinen Fall seine Kinder bevorzugen wollte, ja, war es halt häufig auch so, dass er eher uns benachteiligt hat, um uns eben nicht zu bevorzugen. Und das war manchmal nicht so schön als Kind. Ja, aber du hast ja glücklicherweise noch Geschwister, zwei Brüder. Schwester kam dann auch noch ein bisschen später, 12 Jahre Abstand zwischen euch. Ist deine jüngere Schwester, aber eine, die du dir sehr gewünscht hast damals. Ja, noch ungeboren habe ich Briefe an sie geschrieben. Ja. Und dann auch also fast ein bisschen nicht Mutterrolle, aber du warst bemütternd wahrscheinlich dann so viel älter und die Mutter hatte mit vielen zu tun, da hat wahrscheinlich eine besondere Rolle. Habt ihr heute noch ein besonderes Verhältnis? Ja. Mhm. Und mit den anderen Kindern aus dem SOS-Kinderdorf? Also mit eine sehr enge Freundin in der Schweiz habe ich noch. Ja. Ach schön, also es ist wirklich, es ist eine besondere Kindheit. Und deine Mutter war ja Französischlehrerin und die hat dir, hast du mal gesagt, den Sinn für das Schöne gegeben. Und auch für das Frausein, so auf französische Art. Was heißt das? Ja, wir haben so, also meine Mutter ist Französischlehrerin und ich bin ein Stück weit so als Zweijährige, habe ich fast so ein bisschen, bin ich so zweisprachig gewesen. So viel spricht mir ja noch nicht als Zweijährige, aber ich weiß noch, ich hätte gerne noch einen Delot. So hat es langsam angefangen, um ein Wasser zu bitten. Und meine Mutter und ich oder auch mit meiner Schwester zusammen, wir haben manchmal Abende, wo wir nur Französisch miteinander sprechen und wenn wir ganz besonders gut unterwegs sind, dann singen wir französische Chansons und das macht richtig Spaß. Ja, das ist eine schöne Gemeinsamkeit, die wir haben. Du warst ja auch dann nachher in Paris als Au-pair-Mädchen und in London. Also von daher, diese Affinität Frankreich ist geblieben. Und die Franzosen haben einen sehr besonderen Schick. Das wissen wir, aber auch was Einrichtungen angeht. Sie lieben Flohmärkte, alte Möbel. Und das tut der Restaurator, den Ihnen Christoph Hemke jetzt vorstellt, auch. Ja, schön, was man noch machen kann, wenn man die Sachen nicht gleich wegschmeißt. So aus alt macht neu. Das ist, glaube ich, auch deins so ein bisschen. Ne? Du bist auch eine, die gerne... Ich bin ein bisschen eine Sammlerin, ja. Aber das ist ja ein Könner gewesen. Ne? Also das ist schon großartig. Ich bin ja eine Pfuscherin. Aber immerhin. Aber handwerklich trotzdem ein bisschen begabt oder geschickt, du? Das weiß ich nicht. Aber es hindert mich nicht daran, rumzumachen. Ja, vor allem, du machst schon lange rum, wenn ich das so sagen darf. In eurem Haus 10 Jahre, glaube ich, saniert ihr das schon, ne? Oder baut und entwickelt. Das ist eine alte Dorfschule. Man ja immer irgendwas, was Aufmerksamkeit braucht, ist ja klar. Aber das ist eine alte Dorfschule, die ihr auch umgebaut hat. Also so ein richtig, auch ein altes Schätzchen, was ist. Alte Dame. Eine alte Dame, ah, okay. Und mit Garten auch? Und bist du auch eine mit grünen Daumen? Ja, das ist ein bisschen wild geworden in der letzten Zeit. Ist das was du auch brauchst, so als Ausgleich von der Schauspielerei, dass du so Landleben hast, wo du ein bisschen runterkommst, im Garten rumbrasselst, im Haus ein bisschen was machen kannst? Ja, ich bin ganz dankbar, wenn ich sozusagen aus der Vibration der Großstadt immer wieder rauskomme. Also, dass ich da gerade nach dem Dreh natürlich dort schön runterkommen kann, was lang genug dauert. Weil so schnell komme ich selber nicht aus dieser Hektik und Vibration, aus dieser Intensität der Großstadt meistens, also Leipzig oder so auch, komme ich nicht so schnell raus. Also da wieder runterzukommen in die Stille, da hilft natürlich Gartenarbeit. Und da bin ich schon ganz froh, wenn es rundherum fast nichts gibt. Ja. Ne? Man hat ganz wenig Ablenkung. Und wenn wahrscheinlich die Dorfbewohner auch nicht sagen, oh Gott, da kommt die Große von Dr. Mertens, sondern für die bist du dann Elisabeth und eine von denen wahrscheinlich. Und ja, sie sind einfach großartige, bodenständige Menschen. Ja, ich kann so viel von ihnen lernen. Also meine Welt ist da dagegen ja völlig unwichtig. Wer aber jetzt von dir lernt, ist deine Tochter oder gelernt hat. Die spielt nämlich auch. Und die hat gespielt jetzt in der Staffel. Ich glaube, Zuschauer, Zuschauerinnen haben es noch nicht gesehen. Das ist, glaube ich, erst in einer späteren Folge. Aber wir teasen das schon mal ein bisschen an und zeigen eine Szene, wo deine Tochter mitspielt. Es ist übrigens die, die auf dem Geländer sitzt. Was ist? Da gehst du aber nicht ran. Natürlich nicht. Aber magst du dich nicht trotzdem mal bei ihm melden? Dein Vater ist doch kein Arsch. Er hat mich angelogen. Vielleicht hätte ich ja Eddie noch retten können. Nur wegen dieser Tierärztin. Seit die da ist, allerdings schläft die sogar bei uns. Ja, okay, aber das ist doch wirklich seine Sache. Kapierst du es nicht? Sie hat Eddie auf dem Gewissen. Sag mal, drehst du jetzt völlig durch? Auf wessen Seite stehst du eigentlich, hä? Anna, Luca! Ha
Und stolze Mama, hast du die Szene schon gesehen, so wie wir sie jetzt gerade gesehen haben? Ja, ich war ein bisschen in der Nähe, als sie gedreht hat und habe mich versteckt, sodass sie mich auf gar keinen Fall sehen kann, weil ich sie nicht irritieren wollte. Ja, hat sie gut gemacht. Aber wie kommt es, dass sie überhaupt mitgespielt hat? Hat sie schon die ganze Zeit immer so ein bisschen gesagt, ich würde gerne? Oder nein, wie hat sich das jetzt ergeben? Sie war immer wieder, auch wenn ich Castings hatte, sie war ja sowieso sehr oft vor Ort. Oder eben wenn ich Castings hatte, hat sie manchmal das Kind angespielt. Man kannte sie, man kannte ihre Möglichkeit und Fähigkeit auch so zu spielen. Und dann ist ja diese Rolle aufgetaucht und dann hat man gefragt, naja, wie schaut's aus, Maria, würdest du das gerne spielen? Und sie hat gesagt, ja, total gerne. Hat sich gefreut. Und du, hast dich auch gefreut und würdest du gerne, dass sie vielleicht den Weg weiter verfolgt, Schauspielerin wird? Ich habe da für sie keine eigene Ambition. Wenn das ihr Weg wäre, würde ich sie unterstützen, wenn sie das möchte, aber ich würde es nicht wirklich forcieren. Aber spannend, wahrscheinlich auch für dich aufregender fast, als wenn du selbst spielst, könnte ich mir vorstellen, ne? Wenn du weißt, sie hat jetzt eine Szene. Ja, ich weiß schon. Ja, ja, glaube ich. Also wir werden sie auf jeden Fall in einer der späteren Folgen sehen. Es gibt 13, die aktuelle Staffel läuft. Gestern die erste Folge und wie gesagt, viele, die noch kommen werden. Ja, und wir freuen uns auf Sie und sind gespannt, wer dann tatsächlich kommt. Vielleicht kannst du unseren Zuschauern ein bisschen die Angst nehmen. Wie fühlt es sich an auf dem roten Sofa? Du bist ja immerhin schon zum 5. Mal heute hier. Ich bin zum 4. Mal bei dir, zum 4. bei mir und einmal warst du bei Hina, glaube ich. Oder bei Bettina? Ich fühle mich sehr wohl, der Kaffee war lecker. Ich durfte kurz nach Wien reisen und musste gar nicht ins Flugzeug. Nein. Also ich finde, kann man ganz schön was erleben. Man kann kommen, ne? Und es ist auch nett, also wir... Nein, man fühlt sich warm und aufgehoben. Ja. Man wird hübsch gemacht. Also von daher, nur Mut, kommen Sie. Morgen, das ist auch spannend, kommt eine Kollegin von dir. Julia Koschitz, kennt ihr euch? Die ist auch Österreicherin, ne? Ja, ich kenne sie nur so vom Hallo sagen leider. Also die kommt morgen, wenn du Lust hast zu erfahren, was sie zu erzählen hat, schaust einfach rein. Da schaue ich rein. Du hast ja Zeit, die Produktion ist abgedreht. Ja, von daher, sie ist gerade in einem ZDF-Psychothriller zu sehen, Im Schatten der Angst. Ihnen einen angstfreien Abend. Es geht weiter mit Ihrem Landesprogramm. Wäre schön, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Und dir eine schöne Zeit. Guten Heimweg. Danke. Danke vielmals. Danke für die Einladung. Sehr gern.